Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem kleinen Tutorial. Ich gehe mit euch heute mal die Funktion des GSMR durch, das heißt also des integrierten Zugfunks in der Baureihe 101 Expert und im Intercity Steuerwagen, damit ihr auch seht, was da alles für Funktionen drin sind. Ich würde sagen, wir gehen mal nach und nach das Ganze gemeinsam durch. Das Manual habe ich nebenbei offen und dann zeige ich euch einfach mal, was ihr da machen könnt. Und ihr werdet erstaunt sein, man kann unfassbar viel damit machen. Es ist total faszinierend. Dementsprechend verschwenden wir da gar nicht so viel Zeit und fangen jetzt einfach mal an. Wir gehen mal einmal in den Steuerwagen hier rein, setzen uns eben hin und wir sehen, das GSMR, das hier, das ist aktiv, das befindet sich gerade im Grundbild. Das Grundbild besteht einerseits hier aus der Uhrzeit, die ihr hier habt, ne, 10:03 Uhr. Dann habt ihr hier diese Reihe, das sind die Softkey-Belegungen, ne, also was ihr mit diesen Tasten anwählen könnt. Und das ist hier, das ist der Titel und das hier ist der aktuelle Status. Wir machen als erstes Folgendes: Wenn wir jetzt fahren würden, ne, wir hätten jetzt einen richtigen Auftrag, wir sind der Intercity so und so, dann würden wir hier erstmal auf die Taste 9 klicken und ins ZD reingehen, das sind die sogenannten Zugdaten, und geben mal eine Zugnummer an. Das machen wir zuallererst. Wir suchen uns jetzt einfach mal eine fiktive Zugnummer aus. Das wäre in diesem Fall die 201, die ich jetzt einfach mal nehme. Und wir drücken hier auf Enter, könnten an dieser Stelle noch das EVU anwählen, also das Eisenbahnverkehrsunternehmen. Wir bleiben bei DB Fernverkehr. Das ist nämlich komplett richtig. Wir könnten hier auch noch was ändern, aber das passt soweit. Und klicken dann nur noch hier auf Anmelden und sind angemeldet. Das gleiche machen wir jetzt einmal ganz kurz auf der 101 neben uns. Also das ist die der 201 habe ich eingegeben und hier wird jetzt einfach mal die Zugnummer wird jetzt 101 sein. Einfach nur der Einfachheit halber. So, 101 nehmen wir einfach mal und geben das Ganze an. Ihr könnt natürlich jede andere Zahl auch benutzen. Das ist einfach nur, damit wir jetzt mal fiktive Zugdaten haben. So, dann ja, bleiben wir einfach direkt hier sitzen. Auch hier, ne, das gleiche funktioniert auch hier. Das ist das Grundbild. Ihr könnt im Manual übrigens alles nachlesen, was ich euch jetzt hier zeige. Ab Seite 92, glaube ich, könnt ihr alles in einer sehr, sehr guten Übersicht sehen, was da so möglich ist. Genau. Wir können mal Folgendes machen, und zwar in den Menüpunkt Sonstiges gehen. Das können wir über 0 machen. Und dann können wir hier verschiedene Sachen anwählen. Die Netzwahl manuell. Ich weiß nicht, ob da was passiert. Genau. Enter, und dann können wir GSMR-D auswählen. Das ist dann eben in Deutschland. Wenn wir jetzt in Österreich mit der 101 fahren würden, müssten wir jetzt GSMR-A wählen. A für Österreich. Und in der Schweiz können wir dann GSMR-CH wählen. Niederlande haben wir hier ebenfalls. Belgien. Genau, das sind die entsprechenden Codes. Wir bleiben allerdings bei Deutschland, denn dementsprechend gehen wir jetzt zurück. Dann, wenn wir runtergehen auf die 2, können wir die Sprache anwählen. Ich weiß nicht, ob sich da wirklich was ändert, wenn wir jetzt auf Niederländisch gehen. Nee, ich glaube nicht. Okay, genau. Also man kann theoretisch die Sprachen auswählen, aber das Ganze ist jetzt hier nur so auf Deutsch festgelegt. Ist auch vollkommen fein. Ne, ihr seht's, auch da können wir da ein bisschen was machen. Meldungen lesen. Klicken wir auf Enter, da passiert nichts. Meldung senden. Zugfertigmeldung könnten wir zum Beispiel senden. Rückruf an TF, Zugabfahrbereit, Verspätungsmeldung. Passiert da was? Nee. Anschlussreisende, Zug fehlt, TF-Übergang, FZ-Übergang, weitere Meldungen, Liste leer. Okay. Dann gehen wir zurück und gucken mal, was wir sonst noch haben. Fahrzeugüberwachung. Ich würde sagen, die Fahrzeugüberwachung ist eine sogenannte Standby-Störungsüberwachung. Können wir jetzt allerdings nicht weiter anwählen. Dann haben wir noch den Selbsttest. Auch das, ja, können wir anwählen. Manueller Selbsttest läuft. Selbsttest fehlerfrei. Manuelle Fehlereingabe mit E. So, passt soweit. Also wir haben hoch. Wir haben keinen Fehler im GSMR. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann haben wir hier Service, können wir nicht anwählen. Uhrstellen können wir ebenfalls nicht anwählen. Automatische Netzwahl, ja, passt soweit. Wir sind ja im GSMRD, also in Deutschland.
Dann haben wir CB-Meldung, das ist die sogenannte Cell-Broadcast-Meldung. So, und das wäre es dann in diesem Menüpunkt, das ist der Punkt 0. Dann die Verwaltung der Zugdaten, das ist dann die Taste 9. Ich habe es vorhin gezeigt, was man da machen kann. Unter ZN gibt ihr die Zugnummer ein. Das haben wir schon gerade eben zu Beginn gemacht. Abmelden können wir uns dann natürlich auch. Wenn ihr zum Beispiel den Zug abstellt, dann könnte ich abmelden. Das funktioniert ebenfalls. So, dann, ich gucke mal kurz weiter im Manual, die Fahrzeugstellung. So, was genau war das? Die Fahrzeugstellung. Listenauswahl für den Funktionscode unter der zu registrierenden Zugnummer. In der folgenden Tabelle ist der Verwendungszweck der verfügbaren Funktionscodes aufgeführt. Also FC01, TF1 heißt führender Triebfahrzeugführer. Das zweite heißt dann zweiter Triebfahrzeugführer, dritter, vierter Triebfahrzeugführer und 05 wäre dann Schiebefahrzeug. Ne, also wenn man praktisch im Schubbetrieb ist, würde man FC05 anwählen. Wir werden allerdings hier nichts anwählen. So. Genau, das Eisenbahnverkehrsunternehmen habe ich gerade eben auch schon gezeigt. Fernverkehr, das ist Australian, glaube ich. Meine ich. DB Regio, DB Schenker, DB Netz, sonstige Version 3.0. Gut, einmal wieder zurück. Dann haben wir die Möglichkeit, noch ein paar andere ganz lustige Dinge zu machen. Wir gehen jetzt hier wieder zurück und können die Netzauswahl manuell verwalten. Das haben wir schon gemacht. Moment, ich scroll noch ein bisschen weiter durch das Menü. Genau, wir können Anrufe starten. Und zwar können wir ins Wahlmenü gehen. Das Wahlmenü ist erreichbar unter der Taste. Nee, das ist das nicht. Nee, das war es auch nicht. Nee, Moment, das war das ZD. Moment, ich muss einmal ganz kurz gucken. Das Wahlmenü. Achso, müsste, glaube ich, die 5 sein. Genau, ja. Das Wahlmenü. So, Wahlmenü-Taste 5 wählen wir an. Und können zum Beispiel auf die Zielwahl gehen. Das ist dann die 1. Drücken auf Enter. Und da sind die Kontakte aufgeführt, deren Ziel sich je nach Zugdaten oder IVU auch übrigens ändern kann. Ja, wir können zum Beispiel den ZUB anrufen. Wir sehen, es klingelt. Sprechen Sie. Halli, hallo, Hallöchen. So, uns hört gerade keiner. Wir legen wieder auf. So. ZUB 2 können wir anwählen. ZUB 3 Bordrestaurant. Rufen wir das Bordrestaurant an. Hallo, könnt ihr mir einen Kaffee bringen? Ja, dann nicht. Dann können wir hier wieder ins Wahlmenü reingehen. Können den Fahrdienstleiter anrufen. Das ist die 1300. Hallo. Ja, ich brauche einmal Fahrt. Dann nicht, dann ignoriere mich. Na gut. So, also da antwortet jetzt natürlich keiner, das ist, glaube ich, klar. Den Weichenwärter, rufen wir mal den Weichenwärter an. Hallo, Herr Weichenwärter. Na gut, der möchte auch nicht mit uns reden. Das ist vollkommen fein. Gucken wir, ob wir sonst noch was in der Zielwahl haben. Weichenwärter Betriebszentrale. Rufen wir mal die Betriebszentrale an. Moin. Ja, ich habe nichts zu sagen. Das war nur ein Testanruf. Ciao.
kleiner Telefonstreich hier. So, gehen wir wieder ins Wahlmenü. Energiezentrale. Rufen wir mal die Energiezentrale an. Grüße, Sie sprechen mit der Zentralschaltstelle für Bremsanlagen. Wie kann ich Ihnen helfen? Gar nicht. Ich wollte Sie nur nerven und gucken, ob Sie überhaupt arbeiten oder nicht. Ciao. So, dann haben wir das auch erledigt. Dann haben wir mal die Energiezentrale angerufen. Moment. Zielwahl. Die Transportleitung können wir auch noch anrufen und dann hätten wir alles. Moin. Ah, da redet auch keiner mit uns. Okay, dann haben wir einmal diesen Menüpunkt einmal komplett durchgenommen. Gehen dann ins Telefonbuch. Auch hier auf dieser Seite werden die auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte aufgelistet. Also hier könnte man dann die Zugvorbereitungsmeldung machen. Wenn wir zum Beispiel nämlich abfahren wollen, dann rufen wir hier an. Bei der 9901-0004. Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Genau, und dann könnten wir halt eben sagen, wir sind abfahrbereit. Tschüss. Genau. Also das ist auch wichtig, ne? Also in das Telefonbuch gehen und dann Enter, ZVM. Dann haben wir den FZ-Hilferuf. Schauen wir mal, was das ist. Hallo, ich brauche Hilfe. Okay, dann nicht. Bitte helfen Sie mir. Dann wieder zurück ins Telefonbuch. Dann können wir das Callcenter anrufen unter der 3. Schauen wir mal, ob da jemand annimmt. Na, da spricht auch keiner. So. Der Rest ist unvergeben und leer. Dann haben wir die Wahlwiederholung. Wenn wir hier reingehen, sehen wir alle Anrufe, die wir gerade getätigt haben. Und da können wir dann einfach direkt wieder nochmal dort anrufen. Dann haben wir die eingegangenen Anrufe. Wir haben gerade hier keinen eingegangenen Anruf, aber wir werden gleich noch einen haben. Ihr werdet das sehen. Und dann können wir da theoretisch zurückrufen. Rufnummer Eingabe, all die Nummern, die ihr gerade gesehen habt, könnten wir auch hier manuell eingeben und anrufen. Auch das funktioniert. Dann haben wir VGC aktivieren. Ich weiß ehrlicherweise nicht genau, was das ist. VGC aktivieren. Das ist das ist ein Gruppen- oder Sammelanruf, den wir aktivieren könnten. Aufgeführt sind alle manuell verwaltbaren Gruppen- bzw. Sammelanruf-Abonnements nach ihrer Gruppen-ID sortiert nach aufsteigender Nummer. Der Status des Abonnements wird durch einen Haken rechts wiedergegeben. Also auch interessant. Lassen wir das mal sein. Lassen wir das mal einfach. Dann haben wir die TF-Konferenz. Da könnten wir dann mit anderen TFs tatsächlich sprechen. Dann haben wir EFSDN. Das heißt, ich gucke gerade, das wird, glaube ich, nicht im Manual erklärt. Okay. VBC aktivieren, VGC wählen. Okay, dann hätten wir einmal diesen Punkt auch durch. Dann haben wir hier das Systemmenü, digitaler ZF, analoger ZF. Ich glaube, da können wir aber nicht viel ändern. Genau. Dann haben wir hier RF, da passiert nichts. Das ist die Rufumleitung. Machen wir auch nicht. Dann haben wir übrigens verschiedene Symbole. Das hier ist der Notruf. Und wir werden jetzt mal den Notruf anwählen. Und da werde ich euch mal was richtig Lustiges zeigen. Wir machen jetzt mal einen Notruf. So. Und jetzt gehen wir mal hier rüber in den Steuerwagen. Und wir sehen tatsächlich den Notruf hier an dieser Stelle. Wir können dann nichts machen an dieser Stelle. Ne? Wir können nur den Notruf sehen. Und hier können wir jetzt mal auflegen.
Sollte man natürlich nicht machen. Das würde auch übrigens bei allen anderen Expert 101ern und Steuerwagen in der Nähe, würde das auch auftauchen. Also wir könnten uns theoretisch jetzt noch einen Steuerwagen hinbauen und auch dort würde dieser Notruf dann erscheinen. Die 1 hier, das ist dann die Betriebszentrale. Mit der 2 ruft man alle TFs im Bereich an. Das können wir gerne mal machen. So, wir rufen an. So, Gruppenanruf. Und wir sehen dann hier, hier haben wir tatsächlich einen Anruf. Sprechen Sie. So. Können wir was anwählen? Genau, wir können dann hier, können wir dann tatsächlich diesen einen Anruf annehmen? Oder, ich glaube, wir können dann zu einem zweiten Anruf dann wechseln. Beziehungsweise hier 1 und 7 sind dann praktisch im Gespräch, das sind wir beide. Legen wir mal auf. Und dann könnten wir jetzt übrigens hier, wenn wir jetzt wieder in die 5 reingehen und auf eingegangene Anrufe gehen, dann haben wir leider hier noch keinen eingegangenen Anruf. Moment, das müsste aber gleich noch auftauchen. Das Ganze funktioniert hier natürlich auch, ne? Notruf können wir aufbauen. Und dann, wenn wir jetzt einmal rübergehen in die 101, sehen wir hier, da ist der Notruf. Also hier legen wir jetzt einmal kurz wieder auf. Dann haben wir das auch mal gemacht. Genau. Dann können wir Einzelanrufe tätigen. Guck nur gerade noch im Menü nach, denn man kann irgendwie dieses dezidierte andere Fahrzeug da anrufen. Wenn wir jetzt in die Zielwahl, nee, in die Rufnummer-Eingabe geben und dann Enter drücken. Dann genau, dann könnten wir Folgendes machen. Das Ganze findet ihr auf Seite 118 vom Manual, zumindest von der deutschen Version. Da könnten wir jetzt dezidiert einen, hier diese Lok hier neben uns, die könnten wir dann anrufen. Dafür müssen wir Folgendes machen. Und zwar jedes GSMR-Funkgerät an Bord eines Zuges registriert beim Einschalten seine neunstellige Fahrzeugnummer in seinem Heimatnetz. Die Fahrzeugnummern leiten sich von der UIC-Nummer ab, die jedem Schienenfahrzeug zugewiesen wird, indem die Prüfziffer am Ende sowie der Ländercode entfernt werden. Das heißt also, wir sehen dann hier an der 101, UIC-Code ist das hier, 9180601046-1. Und anrufen würden wir dann ich überlege gerade. So, also anrufen, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, kleine Pause an dieser Stelle. Würden wir die 4916 und dann die Nummer und dann noch eine 01 dahinter. So, mal gucken, ob das klappt. Also wenn wir hier eingeben, 4916, dann kommt die Nummer der Baureihe 101 und dann war es die 101046-1. Dann würden wir hier 04
1 eingeben, also 101.046-1. Und dann. Nee, Moment, die 1 hinten, die Prüfziffer, die wird gar nicht mit reingenommen. Und dann würden wir nur noch 01 eingeben. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Sprechen Sie. 1 oder 2? 2. Das sieht aber für mich nach Notfall aus. Warum ist denn hier noch ein Notfall? Moment. Schauen wir nochmal. Also hier haben wir aufgelegt. So. Und hier ist aber noch ein Notfall. Aber wieso? Wie kriege ich das weg? Ich kann 3 Sekunden hier drauf drücken. Und dann fährt sich einmal das GSMR nochmal neu hoch. Das dauert jetzt eine Minute oder zwei, bis das wieder da ist. Hier läuft die Initialisierung. Ich mache mal einen kleinen Cut. Sobald das hier fertig initialisiert ist, dann versuchen wir das Ganze einfach nochmal, weil es kann sein, dass es sich einfach aufgehängt hat. So, das hat sich jetzt hier fertig initialisiert. Hat jetzt eine Minute ungefähr gedauert oder zwei. Wir gehen nochmal rüber in den Steuerwagen. Und dann können wir hier, wenn wir auf die 5 gehen, können wir nochmal auf Wahlwiederholung gehen. Und dann rufen wir das Ganze einfach nochmal an und schauen, was jetzt passiert. So, da ist ein Anruf. Genau, und hier kommt das jetzt an. Und wir können annehmen. Und jetzt sind wir theoretisch verbunden mit der Lok davor, mit dem Steuerwagen da vorne. Das heißt also, ne, wir müssen die UIC-Nummer nehmen, das entsprechend hier nach dem Schema eingeben. Und ja, sind jetzt miteinander verbunden. DTMF-Nachfall, weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Und ja, wir legen wieder auf. Und das gleiche könnten wir natürlich auch machen. Wir gehen dann einmal hier, gehen dann auf eingegangene Anrufe und dann sehen wir hier die Nummer des Steuerwagens neben uns und können da auch nochmal anrufen. Genau, es ruft an und wir sehen dann hier, wir können annehmen und dann sind wir wieder verbunden mit dem, mit der 101 neben uns. So, ich überlege gerade, gibt es sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube, dann sind wir eigentlich nahezu alles durchgegangen vom GSMR. Was wir machen können, ist. Mir wurde das mal gezeigt. Wenn wir, ich glaube, hier drauf. Nee, hier bei Kontrast. Wenn wir das hier anwählen und das. Nee, hier bei Helligkeit. Wenn wir das hier anwählen und dann jetzt mit den Pfeiltasten ganz nach oben gehen. Oder gedrückt halten. Nee, wo war das noch gleich? War das hier bei Kontrast? Nein. Dann war es hier bei Helligkeit. Und dann jetzt hier die mit den Pfeiltasten hoch und runter gehen. Irgendwo ging das doch. Moment mal. War das einfach nur das gedrückt halten? Ja, genau. Es war, glaube ich, Kontrast gedrückt halten. Und dann kann man hier den Kontrast so erhöhen, dass man einfach gar nichts mehr sieht. Und mir wurde gesagt, das ist in Realität auch möglich. Und das wird manchmal auch vielleicht gemacht, um sich gegenseitig zu ärgern. Dann muss man erstmal den Kontrast wieder runterstellen. Also warum auch immer das klappt, es klappt auf jeden Fall. So das als letzte kleine Spielerei. Ja. So, dann haben wir, glaube ich, alles uns angeguckt, was wir machen können, theoretisch. Wir können auch hier den Zugbegleiter direkt anrufen, den Zugchef anrufen, die Sprechanlage und die Gegensprechanlage. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als nochmal ins ZD zu gehen und uns abzumelden. Genau, Zugdaten werden abgemeldet, wir sind nicht mehr angemeldet.
Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, es war interessant für euch. Sind hier, das Ganze könnt ihr, wie gesagt, im Manual alles nachlesen. Das war jetzt nicht 100% systematisch von mir. Das war jetzt auch ein bisschen Learning by Doing. Aber ich denke mal, ja, wen es interessiert hat, werden sicherlich jetzt nicht alle sein, aber ein paar von euch werden sich sicherlich dafür interessieren. Hoffe ich, dass ihr irgendwie was davon mitbekommen habt. Dann wünsche ich euch noch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.